Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Runde. Infected, yay! Wir stehen kurz vorm Winter. Mal gucken, wie viel uns noch fehlt. Ich habe ein bisschen gekrübelt und ein bisschen gemacht. Naja, wisst schon, was man so tut, wenn der Tag lang ist. Und nun habe ich mich entschlossen, was es werden soll. Die Werkstatt zieht um. Beziehungsweise das Lager zieht um. Lager und Werkstatt werden sozusagen miteinander kombiniert. Und zwar wird hier dieser Aufgang oder dieses Gebilde oder dieser Raum wird umgestaltet. Und da wir immer hier den Weg hier durch haben, möchte ich gern Schlafzimmer und Zeugs hier oben rein haben. Sprich, die Werkstatt ist hier oben fehl am Platz, beziehungsweise das Lager. Es muss nach unten ziehen. Mal gucken, was mit dem Aufgang wird. Wird einfach zugemauert. Hahaha. So, ich wollte mal gucken, was der Strom sagt. Sieht alles noch gut aus. Super. Ja, ich habe mir überlegt, dass ich, da hier unten ja eh Werkstatt ist, beziehungsweise die schmelzen, die würde ich auch ganz gerne hier unten lassen, weil der Eingangsbereich ist für mich halt so, dass hier gehe ich immer lang, hier denke ich dran, vergesse es hoffentlich nicht immer so oft, was da alles so rumliegt und was nicht. Zip. Ja, Taschen sind voll. Wir schmeißen das mal hier rein. Ja. Also ich möchte diesesjenige welche hier umgestalten, weggestalten, wie auch immer, anpassen. Sprich, zack, fangen wir schon mal an. Und da wir ja einmal so schön angefangen haben, alles mit Glas zu machen, würde ich das auch ganz gern in Variante Glas, gib her, weiter betun. Ja. Ja, hierher. Also, ich mag Glas. Glas ist halt eine schöne, tolle Sache. Sprich, es werden hier Glaswände hinkommen. Kostet uns einen Haufen Stahl. Aber nützt nichts. So. Und das muss er dann irgendwie hinziehen. Demzufolge werde ich hier einen Überhang hinmachen. Nochmal außen wie so eine Terrasse dran. Schade, dass es keine schrägen. Ich weiß. Decken. Fuck. Wände, Decken, Treppen, Fundamente. So, ich möchte gern diese haben. Nein, nicht Erdboden. Diese. Ich muss bloß gucken, dass die unten aussehen. Das wäre so die Idee gewesen. Dazu müsste ich das hier aber wegreißen. Machen wir das mal weg hier. Wir haben ja hier alles Beton gesetzt. Ja, 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 ja. Jetzt geht's wieder los hier. Komm mal mit. Ich setz euch. Ach, hier kann ich gar nicht drauf. Mist. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich brauche hier ein kleines bisschen Platz. Du bist hier im Weg. Ja. Das wird natürlich lustig. Weil, oh, Beton habe ich einstecken.
Einmal so und einmal so. Okay. Und diese Frage, habe ich eine Offerthammer einstecken? Nee. Naja, wir haben ja Zeit. Uns jagt ja nichts, uns hetzt nichts. Außer vielleicht die Vampis, die ja mal vorbeigeschippert kommen könnten. Und wir brauchen Holzbalken und brauchen Bretter. Natürlich haben wir noch einen Haufen Tiere noch hier. Gib mal noch ein paar Bretter her. Oh. Es waren ein paar Bretter zu viel, beziehungsweise ich bin zu schwer. Badadadadam. So, wir brauchen noch. Dabei war ich doch so froh, dass es ja alles funktionierte. So, wir brauchen nur drei Bretter. Eins, zwei, drei. Super. Gut. Ja. Supidupi. Da haben wir wenigstens ein bisschen Platz, weil das Zeug muss ja alles da raus. So, nur mal gucken. Jetzt wird es nicht lustig, weil ich nicht weiß, wie weit wir hier noch kommen. Na. Nein. Ah. Das dachte ich mir schon, dass wir hier nicht weit genug kommen werden. Ohne dass wir hier um Schwulitäten kommen. Ja, ist denn auf die Idee gekommen, hier auf dem Felsen zu bauen? Darfst du doch echt keinen erzählen, oder? Ja. Ja, das Flimmern ist nicht so schlimm. Na, mal gucken. So, wie komme ich jetzt wieder hoch? Ach nein, ich muss außen rumlaufen. Ich möchte halt nicht, dass die Wempis von unten, ne, zu sehr an die Strukturen kommen. Ursprünglich war ja gedacht, ich setze oben noch eine Etage drauf. Was ich dann allerdings wieder verworfen habe. So ein paar Bretter. Badum, badum. So. Sprich, hier die Ecke. Wir haben ja den ganzen Winter rein theoretisch Zeit hier zu bauen und zu machen. Da.
und nicht genug Beton einsteckt. Ich hoffe, es ist noch genug fertig. Wir werfen gleich mal noch hier rein. Na komm, gib rüber. Spiel werde ich nicht. So, hier noch und na gut. Ja. Bob. Das nächste. Hier weg. Weiter sind drin. 1, 2. Noch 2. Naja, das wird natürlich eine ewige Rennerei. Gut. Nun ist ja die ganz große Frage. Kriege ich das letzte hier hinten rein? Wo Bretter 4. Gott. Einer. Oh. Wer hat noch zu trinken? Irgendwie nicht. Dann setzen wir mal noch was an. Essen sollten wir ja genug haben. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier verhungern. Sauberes Wasser ist da. Raus. Und wieder rein. Achso, kann ich gleich was trinken? Ja. Ja. So. Und jetzt ist halt die Frage, Wende. Ich müsste fast gedacht. Ich krieg die blöde Wand nicht hier hin. Nein. Ja, und nun? Keine Ahnung. Lass den einfach außen offen. Wen interessiert's? Wen interessiert's? Ja. Glas. Ja, na. So. Dann ist das halt so. Am Ende ist es doch fast egal. Sieht doch keiner. Gut. So, da können wir hier unsere Regale schön die ganze Wand mit Regalen vollstellen. So. Und jetzt wird's nicht lustig. Die Dinger brauche ich nämlich, damit wir hier außen den Überstand hinkriegen. Wo wir natürlich überall die Tiere rumliegen haben. So muss ich sozusagen. Hier hängen wir mal noch was dran. Da, nee, da geht fast nichts dran, aber hier. So. Schön getrocknet. Leber. Pfeife ich mir durch. So, ernten. Zack. Du komm mal mit. Ich trag dich jetzt nicht darüber.
Da. Eins, zwei, drei. Cool. Da kannst du mal mitkommen. Ja, der Wert ist Zeuge von Trial and Error. Kann sozusagen alles passieren. Kann passen, es kann nicht passen. So. Hände waschen. Und Sauberwasser. So. Perfekt. Ausdauer 50%, weil wir essen müssen. Gut, wir essen, wir essen, wir essen, wir essen. So, hier noch ein bisschen Grünzeug. Und hier was trinken. Luft. Dit Luft irgendwie. Ja. Dann packen doch da rein. Ja, na. So, ich will die ganzen Mist noch einstecken. Oh. Der Nachteil ist halt jetzt, dass wir gar nicht so viel verbauen können, wie wir eigentlich wollten. Oder zumindest so, wie ich es gern gehabt hätte. Hier rein. Ja. Weiterholen. Ah, wir haben jetzt halt Winter. Oder der Winter geht los, sagen wir so rum. So, hier. Prima. So, und jetzt hätte ich hier draußen gerne Wände decken, Fundamente, Wände. Frage ist, nur hier draußen, so dran? Da. Darf von mir aus gerne freihängend sein. So. Die Aufwertung machen wir dann später. Hi. Verdammt. 1, 2, 3. Ach, die Aufwertung auf Beton machen wir dann. Es fehlt ein blödes Brett. Oder draußen. Ja, gut. So gefällt mir das. So. Jetzt kommt, was immer kommen muss. Gleich Holz. So, hier. Wenn ich hier nicht runterfalle, würde ich sagen, gleich erstmal 10 Glas, 12 Schrauben. Und schlafen müssen wir auch. Nur noch so viele Schrauben. Natürlich nicht. So, ein Glas. Muss halt noch mal rennen. Ja. Das haben wir. Schrauben machen. Ganz gleich schlafen.
wenigstens mal die Innenwand hier fertig machen. So, Glasschrauben bauen. Wir brauchen noch 4 Stahlbahnen und ein bisschen Holz. Drei, 4. Zack. Wie ich wenigstens sagen kann, ist ein bisschen was fertig. Super. So, hier 8 Bretter, 16 Bretter. Schaffen wir das noch, bevor wir ins Koma fallen? 16 Bretter. Oh. Ich glaube, uns fehlt der Biosprit. Der ist hier unten. Drei, 4. Ich weiß gar nicht, waren das jetzt 4, die dort reinkamen? 4-mal Bio. Ja. So. Bretter laufen durch. Wir gehen kurz schlafen. Hör zu, damit es nicht zu kalt wird. Ja. Los geht's. Morgen. Noch ist nichts gefroren. Das ist schon mal gut. Ja. Dann holen wir uns mal noch ein paar Bretter. Bretter? Wirklich Bretter? Für was wollte ich jetzt Bretter haben? Ach, für hier hinten. So, was ich mit der Lücke mache da hinten, mal schauen. Warte, warten. Ah, naja, haben wir zwar die Bretter umsonst, aber ich könnte ja hier eine Wand hinmachen. Wände. Guck mal, so eine schöne Wand hier. Hier noch ein paar Bretter. Kommt in die Tür rein. Da kann ich vielleicht irgendwann mal eine Tür. So ein stickes Tür. Hier hinten mal lang schubbern, um rauszukommen, oder? Ja. Da, dann, dann. Noch ist schöne Sonne. Durch die letzten Sonnenstrahlen, die wir hier haben werden, vor der Winter uns erwischt. Ja, guten Tag. Und da kann ich heraus und kann tun und lassen, was ich will. Gut. Step 1. Decken. Welche Richtung? Die waren in längs. Ja. Da, 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 da. Gut. So, damit die Dinger nicht mehr ewig im Weg stehen hier. Ich habe bisher noch nicht rausgekriegt, dass ein Unterschied macht, ob die Schatten kriegen oder nicht. Falls doch, werden wir das merken. Gut, das. Und das. Und das. So. Super. Jetzt wird es wieder lustig, weil ich hier immer nicht so richtig weiß, wo vorne und wo hinten ist. Ja.
Ist doch ruhig hier ein bisschen enger stehen. Das ist jetzt auch nicht so tragisch. Wir müssen da ja auch nicht großmächtig ran. Ist ja nur wegen der Schönheit. So. Seht ihr? Und schon haben wir hier Platz. Gut, dann holen wir mal ein bisschen Baumaterial. Bretter. Ja, war eine längere Entscheidung, was es werden soll, weil ich mich ja eigentlich in unserer Butze ja echt gut wohlgefühlt habe. Aber irgendwie muss eine Veränderung her. Jetzt haben wir ja so viele Dekoartikel, die gab es ja vorher nicht. Oh, nee, das wird nix. Mal gucken, dass es Wände. Ja, dass es hier innen läuft. So, und hier machen wir einfach nochmal eine Tür her. Ja. Schrauben sind drin. Mehr haben wir nicht. Ja. Wo wir es hinmachen, ist eigentlich egal. Komm. Zack. Material haben wir ja eigentlich genug. Das sollte eigentlich jetzt nicht das Problem sein. Ich glaube, problematischer wird eher, dass wir schnell genug Material rankriegen. So. Jetzt auf, flipp. Badam, badam. Da. Denn dann haben wir nämlich hier oben auch mehr Platz. Beziehungsweise hätten da noch so eine Art Terrasse. Weg, kann sich mal einer wegräumen. Echt mal, Mike, du könntest hier ruhig mal ein bisschen Ordnung halten. Mal mit. Fertig. Da. Wie gesagt, was mit der Ecke wird, müssen wir dann mal schauen. Gut. So, Decke. Wetter und Holz. So, na dann. Damit ich nicht ständig so schwer bin,
Wie viel Beton haben wir denn jetzt hier? Vielleicht reicht das schon. Nicht den Bogen, das hier. Eins, zwei, drei. Okay. Gut. Bitte. Haben wir da ein bisschen was? Lehm kommt rüber. Und mal gucken, dass es mit dem Strom auch aufgeht. Das hierher, das dahin. Mischen. Strom, was sagst du? Sieht alles super aus. Okay. Da. Und nehmen wir noch einen Sprungbretter mit. Ein paar werden wir schon noch brauchen. Da. Badam, badam, badam. Ui. Hab mir das Brett selbst vom Kopf genagelt. So, ein paar Bretter haben wir übrig. Okay. Super. So. Gut. Mike, kannst du alles voll machen? Warte, warte. Machen wir mal selber. Bevor Mike wieder anfängt, nach eigenem Willen zu handeln. So, wir brauchen Stahl. Und Schrauben. Hm, Stahl. Was wir tragen können. Hilfe. Augen. Augen und Glas. Würde viel eingesteckt. Naja. 1, 2, 3, 4 für die Schrauben. Ich hoffe, das reicht. Und Glas. Ja, jetzt wird es das erste Mal sein, dass wir Glas neu nachschmelzen müssen, da wir nicht genug haben. Oder? Was fehlt? Schrauben. Glas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, wer hätte es gedacht, dass ich doch noch mal anfangen muss mit Nachschmelzen. So, und hier heizen wir auch gleich mal wieder an. So. Herstellen. Vielleicht reicht das schon, aber es ist bestimmt wieder zu viel, oder? Gut. Das ist jetzt Glas, was fehlt. Mal irgendwie ein bisschen Alu verbaut kriegen, weil jetzt habe ich so viel Alu. Die Regale sind voll. Und hier auch mittlerweile. So. Erster Schritt wäre gemacht. So. Aha. Wie gesagt, im Groben die Werkstatt darf ruhig hier unten bleiben. Ich mag das Gefühl, durch die Werkstatt durchzugehen und dann hier anzukommen. Was ich mir überlegt habe, mache ich hier die Mitte zu, so dass ich hier mehr Fläche als Ganzes habe, muss ich mal noch schauen. Oder vielleicht drehe ich die, dass auch das hier hochkomme, oder dass ich in der Mitte hochkomme, dass das die Ecke hier komplett weg ist. Dass ich hier hochkomme, in den Wohnbereich, hier so Wohnstube und etc. und Küche habe, und hier hinten ein Schlafzimmer, Bad, mal schauen. Ey, das sieht aber auch lustig aus mit dem Bepusterte. Kommt irgendwie cool.
Ja, und das müssen wir halt erwerben, beziehungsweise dann den Durchbruch machen wir dann, wenn es Winter ist. Das eigentliche Umziehen. So, wir brauchten Glas. So. Finde ich gut. So, haben wir noch ein bisschen Glas übrig. Mal schauen. Wände, Decken, Türen und eine Glastür. Glas ist drin. Wir brauchen 2 Stahl und 5 Schrauben. 2 Stahl und 5 Schrauben. 1, 2. Badam, badam, badam. Da. Ist ja nur, dass man rein theoretisch herausgehen kann. Ja, du hast schon der Durst, meiner, ich weiß. So. Hier müssen wir. Ding ist sozusagen fertig. Ölding muss ja rein theoretisch nicht hier draußen, hier in der Werkstatt unten stehen. Hier stünde es nämlich im Weg. Mindestens die Kiste steht hier im Weg. Und hier natürlich auch. Ausstellen. Gut. Erledigt. So, nun ist halt die Frage, kriegen wir die ganzen Dinger ja hergestellt oder nicht? Weil die Regale natürlich ein bisschen groß jetzt sind. Na, wir gucken mal. Bum, 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 bum. Mal die ja bedingt durch den Bodenaufbau sowieso ein bisschen eigenartig stehen. Eins dort. So, das Schlager kann ruhig ein bisschen enger sein. Es ist halt viel hin und her gerenne. Ja. Ja, ist so in Ordnung. So, die Kisten bringe ich dann später runter. So, die Sachen dann auch später umgezogen. Die erstmal aus dem Weg. Und dann hier muss ich halt mal gucken, verbreitere ich das, dass man wirklich hier außen nochmal einen Aufbau haben, Glas, dass der Bereich größer wird, und mache das auf hier. Ah, ich weiß noch nicht. Wäre schon cool, mehr Platz zu haben, damit man zumindest auch nicht mehr um die Ecke rennen muss. Mal schauen. Was brauchen wir überhaupt noch für die Batterien, damit ich die Ecke hier zukriege? Blei, Alu, Kupfer und Elektrik. Blei, Alu, Kupfer und Elektrik. Alu habe ich ja genug. Blei auch. Na, passt mal auf.
Angst nur, dass die Batterien hier dann verschwunden sind. 5-mal Blei. Haben wir noch 5-mal Blei? Nee. 2-mal. Haben wir unten noch was? Ja. 3-mal Blei. Zack. Nee. Sprich, ich muss Blei besorgen. Okay, dann holen wir uns mal Alu. Da haben wir das wenigstens voll. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich lasse die Ecke hier. Ich bin alleine wegen der Treppe. Bei Alu und Kupfer. Da-dum, ba-da-da-dum. Notfalls muss ich halt dann nochmal Höhlenbesuch machen. So, hier fehlen noch 3 Kupfer. Kupfer und dann Elektrikteile. Das Elektrikteile werden ein bisschen schwieriger werden. So, seht ihr? Auch Kupfer ist dann gleich alle. So, noch ein Kupferbahn. Aber haben wir nicht noch unten Kupfer? Hatten wir nicht zuletzt? Ah, guck mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da haben wir das doch schon mal. Gut, für die elektrischen Teile wird es wohl nicht reichen. Warte. Hatte ich nicht hier eine. Ah, guck mal. Ich hatte doch was zurückgelegt gehabt, was eigentlich für ein Händler war. Dann verwerten wir das jetzt mal. Da-dam, ba-da-da-da-dam. So, fehlt einfach nur Kupfer und 3 Blei. Und dann ist das sozusagen auch erledigt. So, mal gucken. Doof ist natürlich das mit dem Ofen, dass der nicht so richtig hier in die Küchenzeile reinpasst. Mal gucken. Vielleicht stelle ich ihn auch hier um die Ecke. Gut, das Thema wäre gegessen. So, können wir uns schon mal anzeichnen. Was will ich denn hier haben? Einfach nur, damit ich weiß, was wir denn so brauchen. Platzierbar, Einrichtung, Schlafzimmer. Einrichtung. Fangen wir mit dem Schlafzimmer an. Möbel. Schlafzimmer. Also wenn, dann hätte ich gerne ein großes Bett. Oh, Kupferbahn, Nägel, Tücher. Das kostet. So, Möbel. Schlafzimmer. Was brauchen wir denn noch für ein Schlafzimmer? Hm. Sieht aber schön aus. Der sieht schön aus. Hätte ganz so einen Schrank. Möbel, Schlafzimmer. Und hier muss ich mal gucken. Holznachttisch. Ein rechts und ein links. Neben das Bett. So, Schlafzimmer, was haben wir denn hier? Eine Holzkommode, oh ja, als Ankleidevariante. Cool. Also, grundlegend Schlafzimmermöbel hätte ich fertig. Was ich vielleicht doch ins Schlafzimmer möchte, wäre so ein kleines normales Tischlein. Bloß wie ein Stubentisch. Mal gucken. So was hier, so ein kleinen Tisch und einen passenden Stuhl dazu, Wohnzimmer.
Na, pass mal auf. Ja. Das hätten wir. Ja. Dann schauen wir mal, was wir hier hinten veranstalten können. Ich wollte gerade sagen, pfeife jetzt erstmal auf die Materialien. Ich meine. Wir haben irgendeine Medizin da. Halbieren. So, ist immer nicht mehr so schwer. Ich pfeife da jetzt drauf. Bad und WC, alles okay. Wenn ich jetzt sage, ich nehme, hier soll das große Schlafzimmer hin, dann muss ich auch hinten ein Bad hinkriegen. Mindestens ein WC oder sowas. Die Dusche, mal gucken. Ja, das wird jetzt halt über den Winter viel Firlefanz werden. Aber für was haben wir denn sonst die Technologie uns besorgt? So, gucken wir mal. Einfach nur, damit wir mal sehen, was wir denn... Lagermöbel... Badezimmer. Weil wir haben den Abort. So viel ist es ja noch letztlich noch nicht platzierbar. Möbel, Badezimmer, eine Badewanne. So, und jetzt haben, was haben wir jetzt noch? So viel Möbel sind es halt nicht. Mal noch ein Bild an der Wand, eine Pflanze noch. Mal gucken. Vielleicht baue ich mir hier die Tür davor. So, was kostet das alles? Kupfer, Nägel, Alu, Alu hätten wir, Bretter. Na komm. Da habe ich sie los. Was kostet das? Eisenbahn und Lehm. Und das Eisenbahn. Okay. So habe ich schon mal ein paar Sachen los. So, das sind die Stahlregale. Passt mal auf, nehmen wir mal Eisen mit runter schon mal. So, Eisen, 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 Eisen. Mache ich die ganze Wand einfach voll. So. Noch haben wir nicht so viel Eisen, aber vielleicht bald. Ja, dann mache ich die Wand voll, soweit wie es geht, nur mit den Materialien. Und mehr haben wir ja noch nicht. Oder nicht unbedingt. Mal gucken, vielleicht zieht von den Sachen hier was um, weil dann, wenn ich nicht die Treppe wegmache, oh Gott, die Leute werden mich jetzt hassen. Mal hier raus. Und hier zumache. Konstruktion Decke. Ich ja rein theoretisch oben genug Platz und hier geht's hoch. Eingangsbereich kommt hier so ein paar Pflänzchen hin etc. Hier hinten das Schlafzimmer und hier ist mein Wohnzimmer und die Küche. Ja, und hier ist dann zu.
Und im Endeffekt baue ich wieder alles um, weil mir das irgendwie doch nicht gefällt. Was fehlt noch? Ein Holzscheit. So. Jetzt muss ich natürlich hier im Kreis rennen. Ein Holzscheit. Einen. Zack. Cool. Ja. So ist zumindest ein Schritt was geschafft. Guck mal, wir haben Kupfer. Kupfer und Blei. So, und damit das mal so aussieht wie, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Deckenwände. Wände ohne Ende. Halt ist die falsche. Nein. Zack. So. Damit wäre das hier sozusagen zu. Hier kommt dann der Küchenbereich hin und hier der Wohnbereich, Couch, Stuhl etc. Und das Schlafzimmer rückt dann alles hier mit rein. Okay, das haben wir. Dich nehme ich schon mal mit. Ja, ihr seht, ich habe mir viel vorgenommen. Würde ganz schönes Hin- und Hergerenne, aber was sein muss, muss sein. Wir gucken nochmal nach den Tiere, weil es wird ja dann auch bald frieren. Dann kommt, füttern wir das nochmal komplett. Solange wir noch was haben. Dann füttern wir das nochmal komplett. Badadadam, badam. So viele Tiere haben wir ja jetzt nicht, aber besser drin als nicht. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht finden wir noch mal eine Zicke vorm Winter. Ansonsten müssen wir halt mit unseren Hühnchen auskommen. Mit der Milch haben wir genug auf Vorrat. Würde ich sagen, ist das jetzt nicht so schlimm. Komm, wir trinken mal. Leder. Spätestens der Wolf wird unser Essen werden, unser Nahrung. Hm? Apropos Nahrung. Eigentlich wollte ich irgendwann mal angeln. Essen, essen. Ja, gut. Na ja, komm. Notfalls essen wir mal noch den ganzen Winter über Kürbisse. Ist ja nicht so, als würden wir uns damit nicht auskennen. Gut, also, Tiere sind gefüttert. Das ist Wasser auffüllen, wenn ich immer hier bin. Erledigt. Weil ich verheize hier nur Stecke. Oh, ich sehe gerade, da liegt unsere Leber ja noch drauf. Na, das ist natürlich jetzt schlecht, dass ich schon gegessen habe. Feuer an. Essen, weil die hält nicht so lange. Ja, komm. Auch wenn ich das nicht brauche, ich esse es jetzt einfach nur wegen der Werte oben. Gut. Ja, wo das Ding hinkommt, weiß ich noch nicht. Mal sehen, vielleicht passt das ja hier hinter. Will es nicht hin, ne? Da sperrt bestimmt hier das ist doch super. Steht gut. Mal gucken, ob wir das als Designelement oben nutzen können.
mit dem Buckel da. Ich finde das Ding lustig. Den Knubbel da drin. Mal gucken. So, das haben wir. Gut, Freunde, ihr seht, wohin die Reise geht. Ich verabschiede mich dann mal für heute. Wenigstens haben wir wieder ein Stück was geschafft. Ja, ich räume mal noch ein bisschen um und dann mal schauen, ob wir jetzt ganz schnell unseren Winter kriegen oder ob wir noch ein bisschen verschont bleiben. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Schaltet morgen wieder rein und dann gucken wir mal, wohin die Reise geht. Vergesst nicht, so die Folge zu liken, wenn es euch Spaß macht oder wenn es euch nach wie vor Spaß macht. Also dann, bis morgen in alter Frische. Tschüssikowski und bye bye.